Hallöchen. Heute geht es um das Thema, was man tun kann, wenn der Hund einem in der Wohnung immer hinterherläuft. Ganz oft wurde ich darauf schon angesprochen und tatsächlich war dieses Thema auch besonders mit der Joy früher sehr aktuell bei uns. Und es war wirklich auch so, dass sie uns immer und überall hin hinterhergelaufen ist. Bevor wir uns jetzt aber überlegen, was man da machen kann, ist es erstmal wichtig zu überlegen, warum der Hund das tut. Häufig wird dann darüber gesprochen, dass der Hund einen räumlich eingrenzt, dass der Hund einen kontrollieren oder eben einschränken möchte. Und räumlich eingrenzen tun die Hunde uns dadurch eigentlich nicht. Und es hat auch nichts mit der Rangfolge oder mit irgendwelchen Dominanztheorien zu tun. Ein Stück weit ist es einfach normal, dass ein Hund gerne mit dabei sein möchte. Hunde sind soziale Rudeltiere. Das heißt, das Rudel oder der soziale Verbund, in dem sie leben, das ist ja in der Regel die Familie, die Menschen und vielleicht auch die anderen Hunde, aber eben alle, die damit zugehören. Und das sind natürlich auch die Menschen. Und dann ist es erstmal kein Wunder, dass ein Hund gerne dabei sein möchte und gerne hinterherläuft, wenn wir vielleicht den Raum wechseln. Wenn das nun so ist, dass der Hund döst und ich gehe woanders hin und er legt sich direkt wieder dort ab und döst weiter, finde ich das tatsächlich gar nicht so schlimm, weil der Hund dann einfach nur mitkommt und weiterhin zur Ruhe kommt. Wenn der Hund aber einen immer höheren Stresslevel oder einen Stresspegel dabei hat, dann ist das natürlich nicht so schön, weil ein Hund, der sehr oft oder dauerhaft in Stress gerät oder in Stress ist, der hat einfach auch langfristig viele Probleme, die wir so nicht wollen. Deswegen muss man da immer einmal schauen, läuft er einfach nur hinterher und schläft danach direkt oder döst direkt wieder ein? Oder ist er wirklich immer in einer Erwartungshaltung und immer angespannt und gestresst, weil er bloß nicht verpassen möchte, wenn man irgendwo anders hingeht? Bei der Joy war das früher auch so, die ist eigentlich immer hinterhergelaufen. Und auch jetzt müssen wir manchmal noch darauf achten, dass sie nicht zu unruhig wird. Mittlerweile ist es bei ihr aber schon viel, viel besser und sie kann auch eigentlich sehr, sehr gut entspannen. Es gibt halt manche Tage, da geht es nicht so gut. Dann muss man einmal schauen, wenn der Hund wirklich auch ein bisschen Stress bekommt, warum das so ist. Joy zum Beispiel ist ein recht unsicherer Hund. Bei ihr war das, glaube ich, einfach früher, dass sie ihre Sicherheit, also mich, nicht verlieren wollte oder einfach brauchte, um sich sicher zu fühlen. Oft ist es aber auch, wenn man wirklich auch ein Problem mit dem Alleinebleiben hat. Auch diese Hunde sind häufig so, dass sie einem permanent hinterherlaufen. Und gerade dann sollte man einfach nochmal schauen, dass man sich einen Trainer mit dazu holt. Denn Alleinebleibtraining muss man sich nochmal genau anschauen, auch aus welchem Grund der Hund jetzt hier ein Problem hat und das gezielt angehen. Und da kann ich jedem nur raten, das mit einem Trainer zu tun. Das wird sicherlich viel sinnvoller und nachhaltiger sein, als wenn man da so ein bisschen dran rumdoktert. So, wenn der Hund es einfach vielleicht aber auch nicht gelernt hat und auch bei Welpen zum Beispiel ist es erstmal völlig normal, weil der Mensch, der jetzt nun zur Bezugsperson wird, gibt natürlich Sicherheit und da fühlt man sich wohl. Deswegen sollte man wirklich immer schauen, ob es ein Problem ist oder ob der Hund einfach mitkommt und sich wieder ablegt. Wenn es nun so ist, dass man das trainieren möchte, weil der Hund vielleicht nicht so sehr zur Ruhe kommt, dann bin ich ein großer Freund davon, ein Decken- oder Boxentraining zu machen. Bei der Box und auch bei der Decke geht es nicht darum, dass man den Hund einsperrt oder irgendwie im Raum einschränkt, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, einen Wohlfühlort einzurichten oder eine Sicherheitszone. Ein Ort, an dem der Hund sich wirklich super wohl fühlt, der Ort soll auch eine gewisse Ruhezone sein, also soll möglichst mit ruhigen Handlungen, mit Entspannung verbunden sein. Das ist ganz wichtig und deswegen mag ich eben eine Box oder eine Decke ganz gerne, die man dafür nutzen kann. Wenn der Hund Deckentraining vielleicht schon kann, dann ist es super, dann kann man das mit benutzen. Jetzt kuscheln die beiden Lüfts zu eng. Dann kann man das natürlich nutzen und darauf aufbauen. Wenn man noch gar kein Deckentraining gemacht hat, prima. Wenn man noch gar kein Deckentraining gemacht hat, blende ich euch mal ein Video ein, wie wir das Deckentraining aufbauen und auch ein bisschen steigern. Häufig ist es aber so, wenn es jetzt wirklich um das eigentliche Training geht,
dass die Hunde eigentlich schon in Halb-Acht-Stellung sind, wenn man sich eigentlich nur so ein bisschen bewegt, vielleicht die Sitzposition auf dem Sofa verändert. Und dann sollte man das schön kleinschrittig aufbauen. Viele haben relativ schnell im Kopf, den Raum zu verlassen und durch die ganze Wohnung zu laufen. Aber man sollte wirklich schauen, dass man das so kleinschrittig macht, dass es erstmal für den Hund auch gar kein Problem ist. Ich mag, wie gesagt, gerne ein Decken- oder Boxentraining. Bei der Box wird die Tür einfach offen gelassen. Es geht halt darum, dass der Hund einen schönen Ort kennenlernt, den man positiv aufbaut, den man positiv belegt, auf dem ganz viele schöne Dinge passieren und nach Möglichkeit aber auch schöne Dinge, die nicht meine unmittelbare Nähe brauchen. Also es ist super, wenn man mit dem Hund auch kuschelt auf der Decke, aber dann entspannt der Hund vielleicht hauptsächlich, wenn ich dabei bin. Das kann er ja im Prinzip. Und er soll ja lernen, auch zu entspannen, wenn ich vielleicht mal putze, hin und her räume oder einfach mal irgendwas aus dem anderen Raum hole und wiederkomme. Da mache ich es tatsächlich von Anfang an, dass wir es auch üben, dass die Hunde auf die Decke gehen und dass ich es erstmal kleinschrittig belohne mit guten Keksen, die sie wirklich, also Leckereien, Belohnungen, die sie gut finden. Aber ich nehme da jetzt nicht unbedingt Käse oder Fleischwurst dafür, weil ich einfach denke, dass ich durch eine sehr hohe Belohnung qualitativ vielleicht auch einfach eine etwas höhere Erwartungshaltung beim Hund bekomme. Und auch das ist individuell. Nicht jeder Hund hat bei Käse oder Fleischwurst sofort eine extrem hohe Erwartungshaltung. Dann mache ich es so, dass ich meine Hunde dabei wenig verbal lobe und auch nicht so viel interagiere. Also ich lobe schon auch mit der Stimme. Da schaue ich aber, dass das sehr ruhig ist, dass ich vielleicht nicht noch eine direkte Ansprache mache, sondern ein ruhiges Prima sage, ein Leckerli auf die Decke lege, das ist bei mir ganz wichtig. Ich belohne dann immer auf der Decke oder in der Box oder auf dem Ort, den ich schön machen möchte. Und übergebe das Leckerli auch sehr ruhig, ohne auch diese Leckerli-Übergabe mit viel Erregung, Spannung oder Aufregung zu verknüpfen. Also ich bewege mich wirklich durch den Raum und lege mit einer ruhigen Bewegung irgendeinen leckeren Keks mit auf die Decke. Und das mache ich am Anfang sehr kleinschrittig. Also ich muss nicht sofort mich durch den kompletten Raum bewegen. Ich kann auch einfach nur ein bisschen vielleicht erstmal auf der Stelle treten. Und dann kann man das nach und nach steigern. Es geht hier vorne in die Schlafecke. Dann kann man das nach und nach steigern, dass man sich mehr im Raum bewegt. Und dann kann man nach und nach vielleicht auch mal kurz aus dem Raum gehen. Wenn der Hund aufsteht, ist es überhaupt nicht schlimm. Und es wird vielleicht auch oder wahrscheinlich auch einfach mal passieren. Wichtig ist, dass man den Hund nicht ausschimpft, dass man aber auch nicht zu viel interagiert und ihn belohnt. Denn alleine das Hinterherkommen ist wahrscheinlich schon ein Stück weit verstärkend für den Hund. Wichtig ist es hier, dass wir den Ort, an dem er bleiben soll, viel hochwertiger und lohnenswerter und schöner machen als das Hinterherkommen. Aber ich strafe den Hund auch nicht. Denn ein Hund, der mir hinterherläuft, weil er das gerne tut, weil er gerne in meiner Nähe ist, der könnte auch ein Schimpfen schon als Aufmerksamkeit auffassen und es kann in dem Moment sogar verstärkend sein. Und außerdem möchte ich nicht, dass mein Hund in meiner Gegenwart von mir unangenehme Gefühle bekommt oder eben sich unangenehm bei mir fühlt, weil ich möchte ja eigentlich, dass mein Hund sich bei mir wohlfühlt. Also wird es auch in diesem Training so gemacht, auch wenn ich das nicht möchte, dass er hinterherläuft, dass ich nicht schimpfe. Man kann zum Beispiel auch einen Kauartikel auf der Decke geben, sodass der Hund eine längere Zeit beschäftigt ist. Wenn man Angst hat, dass der Hund den irgendwo hinträgt und woanders hingeht, kann man ihn vielleicht einfach festbinden dort. Wenn der Hund jetzt aber aufgestanden ist, dann agiere ich auch ganz ruhig und mache da gar nicht viel drumherum, sondern unterbreche vielleicht kurz mein Training, setze mich nochmal aufs Sofa, schaue, ob der Hund alleine wieder auf die Decke geht oder aber ich schicke ihn einfach nochmal auf die Decke. Dabei ist nur wichtig, wenn das öfter passiert, dass man es nicht ständig belohnt, sobald der Hund wieder auf die Decke gegangen ist. Wenn ich ihn dann nämlich immer raufschicke und belohne, kann es auch sein, dass der Hund lernt, ich muss aufstehen, um wieder raufgeschickt zu werden, um eine Belohnung zu bekommen. Also, dass er quasi extra aufsteht, weil er weiß, für das Hinaufgehen, wenn man ihn draufschickt, gibt es auch wieder eine Belohnung. Deswegen sollte man immer schauen, wenn das zu oft passiert, ob man das Training nicht doch vielleicht wieder ein bisschen kleinschrittiger machen kann oder eben Zwischenschritte oder vielleicht wieder doch nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen sollte. Wie gesagt, das ist für mich ein großer Teil des Trainings, damit der Hund erstmal lernt, an einem Ort zu bleiben.
Heute ist es bei Joy so, wenn sie doch mal guckt und vielleicht hinterhergehen möchte. Ich finde es persönlich übrigens nicht schlimm, wenn sie mir hinterhergeht. In manchen Situationen gar nicht. Wenn ich zum Beispiel rübergehe und länger in der Küche bin, weil ich jetzt koche oder sonst was mache, dann soll sie doch natürlich gerne mitkommen, weil ich es auch schön finde, wenn sie in meiner Nähe ist. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn sie sagt, sie möchte lieber, oder wenn sie nicht sagt, wenn sie einfach woanders lieber liegen bleibt. Das sollte man immer noch mit bedenken. Ja, man kann es, also wie gesagt, schön machen den Ort, positiv belegen, ganz viel belohnen, aber nicht zu viel Aufregung, ganz ruhig belohnen. Kauartikel gehen auch zum Beispiel sehr gut. Und wenn der Hund den Platz verlässt, vielleicht einen kleinen Moment innehalten, Pause machen und danach einfach nochmal von vorne starten. Wenn es zu oft passiert, nochmal überdenken, ob man es kleinschrittiger machen muss. Was man auch machen kann, wenn der Hund entspannt ist, dass man vielleicht immer die gleiche Musik laufen lässt, wenn der Hund entspannt ist, dass das wie eine Art Entspannungsmusik für den Hund wird, dass er einfach lernt, immer wenn ich entspannt bin, ertönt diese Musik. Da muss man aber auch darauf achten und aufpassen, dass das wirklich dann auch nur läuft, diese Musik, wenn der Hund entspannt ist. Und wenn man es mal genutzt hat, um den Hund etwas entspannter wieder bekommen zu wollen, dann muss man es danach wieder aufladen und eben wieder mehrfach nur dann anmachen, wenn der Hund sowieso entspannt ist. Wenn man das aber gemacht hat, dann kann so eine Musik auch dazu führen, wenn der Hund die hört, dass er so ein bisschen entspannter wieder wird. Das kann helfen, aber es muss halt gut aufgebaut werden. Deswegen, wenn man da noch nicht so sicher mit ist, auf jeden Fall finde ich Deckentraining dann schon eine super Sache und es wird sehr, sehr, sehr viel erleichtern. Deckentraining oder generell diese Übungen kann man gut machen, wenn der Hund vielleicht sowieso eher müde ist und nicht den Bewegungsdrang hat, als wäre er vielleicht gerade aufgestanden oder gerade wach geworden. Und beim Kauartikel ruhig was nehmen, was etwas länger dauert, womit er sich auch gerne etwas beschäftigt. Wenn euer Hund ein Problem mit dem Alleinbleiben hat und deswegen immer hinterherläuft oder ihr das vermutet, dann kann ich euch sehr empfehlen, euch einen Trainer zu suchen, bei euch in der Nähe. Auf trainieren-statt-dominieren.de kann man nach Postleitzahl suchen, da findet man positiv arbeitende Trainer nach Postleitzahlen, also in seinem Umkreis, wirklich empfehlenswert. Und ich denke, dann hat man einen ganz guten Weg. Man kann schon viel sicherlich mit Deckentraining machen, aber nicht immer alles. Das ist ganz wichtig. Bei einem Welpen kann man das natürlich auch mit trainieren. Bei einem Welpen sollte man aber darauf achten oder daran denken, dass es eben auch ein Stück weit normal ist, dass er am Anfang gerne hinterherläuft. Er hat ja gerade erst seine gewohnte Umgebung und alle gewohnten Sozialpartner verloren oder sind nicht mehr da und muss sich jetzt in die neue Familie einfinden. Insofern finde ich es da wirklich normal, wenn ein Welpe hinterherläuft. Man muss natürlich im Blick behalten, dass das im Rahmen bleibt und nicht so wird, dass der Hund gar nicht mehr zur Ruhe kommt, wenn man sich bewegt. Ja, ihr seht wieder ein Thema, wo man nicht pauschal sagen kann, wie es geht. Aber dennoch kann man schon viel erreichen, wenn man bestimmte Dinge trainiert. Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Üben und bis dann. Tschüss.